Heyo, Tadaima to Yosoko zu Rune Fact. Falsches. Falscher Titel. Nein, zu Final Fantasy 8. Dem zweiten Part. Gestern hatte ich Geburtstag. Heute habe ich wieder ein bisschen Zeit über und dachte, okay. Ich wollte ja auch noch weiterspielen und so. Ich finde das Spiel ja so toll, dass ich da unbedingt noch weiterspielen will und. Ja, ich habe schon zwei Glückwünsche über das andere Video bekommen. Dass ich heute Morgen schon total, wie nennt man das? Total fleißig. Also ich habe schon Sachen alles erledigt und so. Für meine Feier morgen alles geplant und gekauft. Und meine Mutter hat schon alles gekocht. Muss doch bloß warm gemacht werden. Ja, nee, ist klar. Und darum sind wir heute hier am Start. Mit Chris the Stream und Squall. Und so. Und jetzt zeige ich euch hier am Strand. Na gut, dann halt noch was davor. Ja, hier so ein Käfer. Dann lasse ich Skoma hier ohne Kanüle weiter Dings beschwören. Ich hatte euch ja im ersten Part schon erklärt, dass Kuh Stromattacke drauf hat. Und wir brauchen für unsere erste Real-Mission, für unsere Prüfung, ist das von Vorteil, wenn wir Quarturzel nach Möglichkeit halt gepusht haben. Und das kriegen wir am besten hin, indem wir es ganz oft aufrufen. Und am besten irgendwie was mit Strom koppeln. Weil das, glaube ich, auch die Zuneigung steigert. Wenn man das Element gekoppelt hat. Ah, Shiva kann jetzt Stärkekopplung einsetzen. Sehr schön. Das werde ich doch gleich mal ausnützen. Wieder umdisziplinieren. Ich will immer auf Dreieck-Menü. Kommt nichts. Muss ich Kreis drücken. So. Koppeln, Zauber, Stärke. Was haben wir denn hier? Blitz wäre das. Ja, und sonst haben wir noch nichts weiter. Hier ist auch noch nichts. Und Squall. Jo, okay, okay. Jo, dann gucken wir mal, was ich Shiva als nächstes lehre. GF Magie 10, okay, das ist in Ordnung. Das dürfte schnell funktionuckeln, weil hier am Strand tauchen Fische auf. Immer so ein Zweierpärchen. Zweier-Duo-Pack. Da! Fisch im Sand. So, rufen wir unsere Shiva und Kuh. Die machen übrigens ein bisschen mehr Schaden. Also, das gehört dann jetzt schon zu den etwas stärkeren Viechern. Ich glaube, nach der Raupe die stärksten Viecher. Das allerstärkste Vieh ist immer noch der Dino in der Gegend hier. Den ich euch im ersten Part gezeigt habe. Ah, das reicht noch nicht aus. Da muss Kuh noch mal ran. Geh wieder Sturm!
Blitzedonner! Die Wolken sehen aber gut aus. Ja, wusstet ihr eigentlich, ich habe das irgendwie nur zufällig mitgekriegt. Ich glaube, Gronkh hatte auch an meinem Tag Geburtstag. Also es wäre echt lustig, wenn Gronkh am selben Geburtstag hätte wie ich. Da feiert er, da hat er einfach an meinem Tag Geburtstag, glaube ich. Was fällt dir ein, mich ohne zu fragen auch zu Geburtstag zu haben? So, Fischis sind tot. Und was ich euch jetzt sagen kann, ist, man bekommt für einen Fisch 3 AP für die GF. Das waren 2 Fische. Und darum kriegen wir 6 AP für die GF. Das heißt, anfeuern ist mit 2x Fischbesiegen schon erledigt. Und so weiter. Da kriegt man hier bei 2 Kämpfen kriegt man schon 12 AP zusammen. Das ist hier eine gute Stelle zum... Und die Fische sind gar nicht so schwer eigentlich. Also wie gesagt, mit GF-Aufrufe klappt das super. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn die angreifen und so. Dann ziehen die einen ja ein bisschen mehr ab. Dass man da... Ich bin da auch schon mal mit einem verreckt und dann hatte ich keine Phönixfeder dabei. Musste ich mir erst eine kaufen gehen. Naja. Man kann sich halt nicht aussuchen, ne? Oh, da ist sie wieder, unsere Shiva. Die lernt ja jetzt erst ihre, ihren Angriff. Ihre Diamantenstaubattacke zu verbessern. Wenn ihr die Fische mit Draw, also wenn ihr ihnen was abzieht, dann kommen sie auch raus. Jo, Kugel ist dran. Oh, Turzel! Oh, Turzel, Turzel! Macht jetzt hier voll die Gewitterfront. Die weiterentwickelte Form von Turzel war ja Sombrero und dann Kapaloris. Und Kapaloris, der hat ja automatisch diese Wolken machen und Regen und so. Also ist gar nicht mal so verkehrt. Mit Turzel. Wurzel, was ich da immer im Kopf hatte. Wenn ich den Namen gesehen habe. Wurzel. Kann einer von euch das eigentlich richtig aussprechen? Wenn ja, würde es mich sehr interessieren. Vielleicht schickt er mir ja mal irgendwas, wo er das aussprecht, damit ich mal höre, wie es wirklich klingen muss. So. Ja, Karten kriegt man auch gelegentlich. Die wird man für gewisse Sachen brauchen. Einmal zum Beispiel, wenn man die umwandelt. Also ich glaube, alle Karten konnte man nicht umwandeln, aber gewisse Karten kann man in Material, also in Items umwandeln. Und die wiederum kann einem nützlich sein. Da gibt es ja in dem Spiel hier gibt es so Waffenmagazine. Zeitschriften. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man die Waffen, die da drin sind, die Waffen, die die hier benutzen, aufwerten. Und dafür braucht man Materialien. Und ich weiß, hier gibt es die legendären Waffen und da gibt es zum Beispiel Adamantium oder so. Kriegt man dann aus einer GF-Karte. Wenn man die umwandelt. Die Karte gibt es aber auch bloß einmal im Spiel und dann kriegt man, glaube ich, 10 Adamantium oder so daraus. Die wandle ich eigentlich immer um, damit ich mir die geilen Waffen machen kann. Weil so das zu finden ist quasi fast unmöglich. Ja, jetzt kommt hier kurz vor. Okay. Wie gesagt, das ist auch eine gute Methode, hier halt die GF ständig aufzurufen. Bis leveln. Und um halt ihre Fähigkeiten weit auszubauen, weil es halt gut Punkte gibt und so. Da muss man dann kurz durchrechnen, wie oft man jetzt da Viecher besiegen muss, damit dann die Sachen gelernt werden, die man haben möchte. Aber jetzt kommst du Vogel raus. Du hast 2 Angriffe überlebt.
Und jetzt aber Peitschni, Platsch. Und schon ist er hinne. So sehe ich das gerne. Habt ihr gesehen, wie man das macht? Ja, einmal so die Domina raushängen lassen und schon ist das Vieh brav und legt sich in den Sand. So. Ja. Nicht so viel quatschen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gegen... So. Ja, so hier der komplette Strand. Da trifft man aber auch nur diese Viecher, also es sind andere Viecher nicht anzutreffen im Sand. Ich glaube, von der Sorte gibt es dann noch eine Steigerung, die sehen ja ein bisschen größer aus. Die erinnern mich auch so ein bisschen an Final Fantasy 12 in der, ja, in dieser Sandsee-Ebene. Da gibt es so ähnliche Viecher. Ich glaube, die haben sie sich sogar von hier abgeguckt. Morgen kommt ja dann wie viel Besuch. Ich habe schon geguckt, hoffentlich reicht das Essen. Ich habe so zwei kleine Torten, so eine Schwarzwälder und so eine Schokotorte. Und dann habe ich noch einen Teller vom Bäcker mit Keksen geholt. So Keksteller halt. Eigentlich mal so billig. Knapp 5 Euro so ein Tellerchen. 450 Gramm oder was das sind. Also eigentlich recht. Wieso habe ich die eigentlich geholt? Ja, viel zu teuer. Na gut, einmal im Jahr gönnt man sich das. Das war das erste und glaube ich auch einzige Mal, dass ich da Kekse gekauft habe. Zu teuer. Ja, dann war ich noch im Getränkemarkt, habe da noch Becks Eis für Freunde geholt und für meinen Schatz, ja, der hatte da, weil ich eigentlich sein gucken wollte, ob die da dieses Braunschweiger Bier haben, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Jedenfalls hatten die das nicht da, weil ich habe mir dann angerufen und gefragt und der meinte, ja, du kannst ja mal fragen, ob du ein bisschen was haben. Und ja, dieses 5.0 Bier hatten sie dann tatsächlich da. Und er meinte, das wäre in Dosen, aber das war dann gar nicht in Dosen, das gab es dann nur in Flaschen. Und dann halt auch nur Pilz, Export, hatten sie wohl nur eine Flasche da. Dann habe ich halt 3 Pilz und einen Export genommen. Also das letzte Exportviertel. Und später dann, wo ich ihm das geschrieben habe, meinte er, ja, von dem schmeckt das Pilz ja auch viel besser als das Export. Ja, sonst hat er mal von Sternburg nur Export getrunken. Daher dachte ich, trinkt er dann vielleicht nur Exportsorte. Aber okay, nun habe ich eh 3 Pilz und einen Export, da kann das ja nicht schaden, ne? Wobei ich von Bier sowieso keine Ahnung habe. Ich trinke ja keinen Alkohol. Das habe ich jetzt nur für meine Freunde besorgt. Und dann gibt es natürlich lecker Nudeln und Kartoffelsalat und Kasslerkamm. Kassler, also einmal gerollt, ne? Einmal mit diesem Rosafleisch und einmal mit diesem Brautfleisch, also gepökelt und ungepökelt, oder wie das heißt. Dann, ja, wie Kartoffelsalat habe ich schon gesagt, Eiersalat gibt es. Dann gibt es halt noch so Eiersalat, hat man die gemacht und Brot, lecker natürlich. Alles kommt ja bei meinen Eltern nicht auf die Stulle, auf den Tisch. Auf die Stulle. Ja. Ich weiß ja nicht, ob noch irgendwer kommt, also außer meinem Bruder mit Anhang, also Freundin und 2 Kindern und dann meine Freunde. Also wir sind dann auch zu 5 und meine Mutti und mein Papa, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mit meiner anderen ehemaligen Arbeitskollegin habe ich auch noch eingeladen. Also so 12. Oh mein Gott, ich hab zweistellige Gästebereich.
hatte ich ja sehr lange nicht. Oh, ich merke schon hier, die mit dem Diamantenstaub, die Specher befreundet. So, das wird dann so ein kleiner Chill oder Part. Jetzt zeige ich euch, wie man halt so levelt. Kommt da raus, wa? Was war denn das? Ist so kalt geworden. Der Boden hat Frost gekriegt. Der Boden hat Frost gekriegt, ja logisch. Wenn da einmal Diamantenstoff drüber fliegt, dann seid ihr Tiefkühlfische. So. Jetzt kommt Kurzel. Watch the Lord. Kurzel. Volle Kanne, oh, Blitzel, back to life. Oder auch nicht. So. Das war jetzt... Jetzt muss ich mal gucken, wie weit die nur ist mit... So, wie weit bist du denn? 40 von 70, okay. 40... Das sind noch 30, das heißt... 30 sind noch 6 mal Fische. Mindestens 6 mal Fische. So 5-6 mal Fische. 5-6 mal. Wie gesagt, bei 20% Angriff müssen wir schon mitnehmen. Das brauchen wir schon, wenn. Rein theoretisch könnte ich hier noch ganz andere Sachen lernen, also hier mit den ganzen Kopplungsdingern und so. Im Prinzip könnte ich jetzt alles lernen und danach anfangen zu spielen, aber das bringt's ja nicht, weil im Spiel musst du eh noch, weiß ich, wie oft gegen irgendwelche Gegner kämpfen und dann noch Zauber ziehen und so weiter. Und da sage ich nur, kack die Wand an, das bringt nichts, wenn du dann vorher schon alles gelernt hast. So, jetzt kommt Kurzel! Ich bin heute um, warte mal, wann heute? 7:30 bin ich heute aufgestanden. Und um 9:30 bin ich zum Einkaufen. Und um 11 war ich zurück. Und jetzt bin ich müde. So leicht. Training werde ich den Part bestimmt nennen oder so. Diese Fischflossen, Shiva beherrscht nun erstmal die 10%, das ist ja schön für sie. Was wollte ich sagen? Ach ja, wenn die GF gut gelevelt sind und so, dann fällt es natürlich leichter später die Kämpfe zu machen. Und wir müssen so viel Zauber ziehen, wenn ich denke, da habe ich gar keinen Nerv drauf. So, ist das Speed? Wieso ist denn hier eigentlich ein bisschen schneller? Oh, was habt ihr denn hier Schönes? Habe ich ja noch gar nicht geguckt. Bestimmt Aqua und Eis, könnte ich mir denken. Eis war das jetzt, genau. Na, mal gucken, ob sie es überleben.
Donnerwetter. Oh, ich glaube, das vertragen die nicht, oder? Ah, doch, haben sie vertragen. Schön, schön. So, was ist das andere? Zeig, zeig, zeig. Schlaf! Okay. Schlaf ist auch gut. Weil Schlaf kann ich auch in der Übungshalle von so komischen Pilzen, von so komischen Pflanzen ziehen. Oder war das stumm? Hm, weiß ich jetzt gerade nicht. Jedenfalls, den Dinosaurier kann ich mit Schlaf außer Gefecht setzen. Natürlich muss ich danach mit Zauber und GF angreifen, damit er nicht aufwacht. Beziehungsweise nach einer gewissen Rundenzahl wacht er dann doch wieder auf. Und dann kann ich ihn wieder einschläfern. Und wenn man zu Kopplung hat, also Zustandskopplung, dann kann man das mit Schlaf koppeln und dann macht normale, konventionelle Angriffe, dann kann man ihn damit einschläfern. Cool, oder? Aber das erklärt sich später erst noch. So, erstmal Level up. Ah ja, Fischflosse, hier Ozean. Fischflossen. Das ist, wenn wir Leviathan bekommen, können wir damit die Freundschaft zu ihm steigern, wenn wir auf eine Person Fischflossen anwenden. Allerdings steigt das, glaube ich, bis ein Punkt oder so. Ist also nicht doll. Wenn man also dem total schlecht drauf ist oder so, dann braucht man mindestens 50 so eine Flossen, um dann ein bisschen die Freundschaft hinzukriegen. So, Eis werde ich ihm aufziehen. Eis und Schlaf haben die also auch. Ah, Squall ist schon im gelben Bereich, das heißt, er könnte Multi anwenden. Er könnte. Hätte, würde, könnte, werde nicht gestorben. Nee. So. Ich würde sagen, nach dem Kampf mache ich dann auch wieder ein Päuschen. Es wird sicherlich auch mal wieder so einen langen Part geben, aber das dauert halt alles viel länger, wenn ich das hochlade. So, Multi. Und da lag er flach. Dann habe ich euch den Multi gleich auch nochmal gezeigt. Normalerweise würde er dann noch den Grobspalter ausüben, aber das klappt auch nicht immer irgendwie. Oder ich habe jetzt den Knopf irgendwie nicht richtig gedrückt. So, ich würde sagen, ich werde jetzt hier noch ein bisschen offscreen weiter leveln. Und im nächsten Part gehen wir dann direkt in den Garten zurück. Wenn ich bis dahin nicht schon abgekratzt bin, werden wir sehen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann halt Daumen runter oder auch ein Kommi. Ich freue mich über alles. Bis dahin, eure Tita Kenshi.